Wir können hier einstellen. Ah, okay. Also wenn er uns hilft, können wir hier einstellen, was er machen soll. Okay, was haben wir hier Schönes? Geldmittel, 9530 Geldmittel. Kaufen können wir ja schon was. Aha, hier kommen wir Erholung, Nahangriff. Textlog, die Textlog ganz egal. Minikarte, blendet die Minikarte ein. Ach, besitzen wir sogar schon. Aha, okay. Wir wollen nichts verkaufen, kaufen, was auch immer. Wir waren in unserem Zimmer. Juhu. Können wir jetzt einfach in die Richtung laufen? Wer ist das? Operator. An der Erde werde ich mich nie satt sehen können. Zum Hangar kommt man wohl mit dem Aufzug an der Seite. Ja, steht doch dick dran, aber wir laufen trotzdem erstmal rum. 7B. Ja, erstmal beklauen, ja. Das erste, was wir machen, ist klauen. Seven B schläft, ja. Da können wir ruhig was klauen. Geht schon. 8B. Oh, da sind zwei drin. Jura, Jura, Soldatin und Operator. Hallöchen! Ich erzählte von der Flora und Fauna auf der Erde. Der Operator sammelt anscheinend gerne Daten. Ich beneide die Kampfeinheiten. Ich würde gern selbst gehen und Daten sammeln, wenn man es erlauben würde. Hättest du eine Erlaubnis, könnte ich dich mitnehmen, aber das ist wohl etwas kompliziert. Ah, okay, Operator. Ich mag es, von den Dingen auf der Erde zu erfahren. Doch am glücklichsten bin ich, wenn alle heil zurückkommen. Ja, also bereitet mir gefälligst auch keine Sorgen. Klar? Hitler, Operator. Terminal. Gehen wir gleich mal rein. Ist es 2IO oder 21O? Mittlere Erholung halten. Wir gehen erstmal überall klauen. Alles klauen. 5O. Also ist wahrscheinlich 21O. Operator. Meins. So, Operator, geh aus dem Weg, nein, B. Hey, hallo, nimmst du auch deine Heilmedizin? Das ist das beste Produkt unserer technischen Entwicklungsabteilung. Es ist überdies aus Monitore in den Privaträumen erhältlich. Also schön einkaufen. Ja, wir führen einen Krieg, aber Medizin müssen wir kaufen. Ne? Geht klar. Oh, was ist das? Du musst ja näher eine Zukunft sein. Ja, hatte ich vor. Hat ich vor. So, wie? Schnellspann, Transport. Du kannst nicht aus dem Einsatzgebiet reisen. Posteingang. Es gibt keine. Ah, okay. Also hier können wir praktisch schnell reisen und speichern. Ein S haben wir hier schon drin. Niemand? Operator. Oh, hallo. Über euch hört man ja so einige Gerüchte. Etwas so Riesiges einfach mit der Blackbox
Du Wahnsinn. Zu viel Draufgängertum kann aber zum Tod führen. Wir sind sehr sorgfältig mit den Daten, also immer schön hochladen, bitte. Jo, mach mal. Operator, zur Kommandozentrale einfach weiter nach links gehen. Ja, okay. Die große Hacking-Zentrale liegt rechts. Pass gut auf dich auf. Bis bald. Jo, geht klar. Ja, wir können uns sogar bewegen. 6-0. Ja, sehr schönes. Kleine Erholung. Jo. Komm, du darfst auch mal zur Tür raus. Geht's da rein? Na, hier sollen wir rein. Also gehen wir da noch nicht rein. Das ist eine Mail. Können wir die? Aber wir können in der Base rumballern. Ja, geht klar. Ja. Oh, mein Loch in die Wand sprengen hier. Ja, alles kein Ding. Aber ich will wissen, ob ich meine Mails auch so lesen kann. Hier haben wir noch eine Taste. Was? Ausrüstung ändern. Ah, okay. Das ist das, was im Hauptmenü noch ist. Immer auch hier einfacher gestalten. Sehr schön, sehr schön. Achso, ja, das war der Startknopf. Das war fast zu erwarten, dass da genau das passiert. Ja, wenn wir hier drücken, kommt unser kleiner Freund nach vorne. Egal, dann lesen wir unsere Mail mal hier. Posteingang. Zugriffspunkt Postfach. Wähle an einem Zugriffspunkt Posteingang aus, um deine Mails zu lesen. Wir sind, das ist jetzt ein bisschen sehr merkwürdig. Wir sind über eine gigantische Bandbreite hier mit den Operatoren verbunden und uploaden praktisch alles, was wir sehen. Aber wir können unsere Mails nicht abrufen. Ja, ist klar, ne? Posteingang, Serververwalter, Testmail, Absender, Serververwalter. Diese Nachricht dient der Verifizierung deines E-Mail-Kontos. Mitglieder, die Probleme mit dem Mail-System haben, sollten so schnell wie möglich ihren Vorgesetzten kontaktieren. IT-Abteilung, leitender Servertechniker. Geht klar. Wenn was nicht passt, rufen wir da an und ab geht's. So, Tobi, das sind ja wir, ne? Da waren wir jetzt schon drin. Ich will aber die zwei anderen Türme. Haben wir mit dir schon geredet? Ich wünschte, wir könnten bald zurück auf die Erde mit dem Menschen zusammen. Nein. Ich find's ja toll. So, fahren wir mal zum Hangar. Achso. Oh, ist echt hübsch gemacht. Sieht echt richtig nice aus. Oh. Einmal alles. Was? Temposalve? Kleine halten. Ganz viele Menschen. Also, Androiden. Urg, mir geht's nicht gut. Ihr Gleichgewichtssensor wurde beschädigt und obwohl sie eine Androide ist, wird ihr jetzt auf langen Flügen immer schlecht. Ich habe es schon oft reparieren lassen, aber nichts hilft. Jetzt ist es wohl chronisch bedingt. Ihr solltet vorsichtig sein. Ist ein Roboter. Nee, ich will mit der anderen reden. Ich kann die Ziele nicht hin und her switchen. Na. Ich kann auch nur mit der Jora-Soldatin reden. Aber das tun wir. Gute Arbeit, schon auf dem Weg zum nächsten Einsatz. Beneidenswert. Ich will auch nochmal fliegen. Flugeinheiten sind teuer. Verschwenderischer Gebrauch wird nicht toleriert. Entschuldigung. Die Kampfeinheiten gehen auch so schon zu fahrlässig mit allen um. Du hast doch auch letztens erst einer Einheit eine Schramme verpasst, nicht wahr? Wer glaubst du, musst die ganzen Kratzer wieder ausbessern? Eine so schöne Einheit zu verschandeln wegen solcher Leute. Stopp, es tut uns ja leid. Lass auch mal wieder gut sein. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Hübsch. Ich nehme an, mit dem werden wir dann gleich losdüsen. Okay, das ist.
Wir müssen jetzt erstmal wieder runterfahren und dann in die Kommandozentrale. Das sollten wir hin. Können wir das hier irgendwo nachlesen? Eigentlich, was wir machen wollen, sollen, tun? Aufgaben. Aktive Aufgaben. Alle Aufgaben abgeschlossene. Aktive. Also hier, die Aufgabe wird gar nicht angezeigt. Wir laufen trotzdem nochmal den langen Weg. Ich will nochmal. Ich glaube, da war nämlich noch ein Fahrstuhl. Hallo. Terminal, genau. Terminal war noch. So, was haben wir hier Schönes? Oh, hier liegt was. Die haben jetzt keinen Zugriff darauf. Oh, wieso? Nein, ich will das haben. Gib's mir, gib's mir, gib's mir. Komm schon. Er rennt mit dem Kreis. Juhu. Ja. Shop. Wartungsshop. Die Wartung der Einheit kann mir überlassen werden. Ah, Wartungsgarage. Kaufe Pod-Programme oder Speicherkapazität. Sicherung, erstelle Plug-in-Chips. Was gibt es denn zu kaufen? Steuert einen mächtigen Laser in die Blickrichtung des Pods. Aha. Kleinen Moment. So. Was haben wir hier noch? Das können wir uns alles nicht leisten. Jetzt gucken wir später noch mal rein, wenn wir eben mehr Geld haben. Das ist alles ziemlich teuer. 20 bis 100.000. 20 bis 30. Sind ja so wahrscheinlich die guten Sachen. 24 Aufbewahrung. Erhöht den Plug-in-Chip. Erhöht Plug-in-Chip-Kapazität um 24. Okay. Um 16. Ich weiß nicht, ob wir das stacken können. Also praktisch alle kaufen und dann mehr haben. Oder bloß den größten. Das heißt, ich würde mit dem größten anfangen und dann testweise nochmal einen kleinen kaufen. Pod verbessern. Stufe 1. Ah, da steigt der Angriff. Okay. Das ist nicht genug Materialien. Aber wir haben doch... Achso, oh, ist das sinnlos, wir haben Haufen Gelumpe eingesammelt, aber wir sind ja auf der Erde gestorben. Beziehungsweise sind nicht gestorben, wir wurden zerstört. Okay. Powerteil K. Brauchen wir nur einmal, also wahrscheinlich ein bisschen seltener. Na gut, Sicherungschip. Du kannst diesen Chip nicht verschmelzen, da du keine Chips desselben Rangs und derselben Fähigkeit hast. Okay, verkaufe Gegenstände. Nein, wollen wir nicht. Unter den Scanner-Modellen bin ich der Spitzenprodukt. Ganz egal, um was es geht. Auf mich ist Verlass. Ja, geht klar. Nein, nein, es. Was willst du, hä? Die Strategie ändern? Bitte wähle ein Kampfziel. Egal. So, das heißt, ich würde jetzt gleich speichern und dann werde ich die Aufnahme für heute auch mal beenden. Ist auch schon relativ spät und gleich noch ein bisschen Go spielen. Wir können ja jetzt speichern. Uh-huh. Können speichern. Falsche Richtung. Ja, komm. Hui. Komm, wir springen ein bisschen. Los. Ist so geil, dass wir einfach in dem Bunker rumballern können oder in der Base. Hm. So, jetzt sind wir auf jeden Fall mit einem Fahrstuhl gefahren. Das heißt, wir können immer hübsch speichern. So. Oh. Schnellspeichern. So, wir können ja eigentlich auch ganz normal speichern. System, genau. Speichern. Yep. Yep. So. Sehr geil. Richtig geil. Mit diesem Speichern würde ich mich auch erstmal aus dieser Aufnahme verabschieden. Da ich jetzt nicht so viel Zeit mehr habe heute.
Aber morgen auf jeden Fall gleich noch eine längere Aufnahmesession, bestimmt 3, 4 Stunden, wenn nicht gar länger. Will noch Max Payne spielen, aber als erstes gibt es noch hübsche Runde Nier Automata morgen. Weiß nur noch nicht, wie ich die ersten 2 Folgen mache oder die ersten Folgen. Mal sehen. Auf jeden Fall, good luck and have fun.